Gott und herzlich willkommen zu unser Land. Was jetzt kommt, klingt schon so ein bisschen nach Jägerlatein. Im Kampf gegen den Borkenkäfer soll die Nase helfen. Manche Förster und Waldbesitzer behaupten ja, sie könnten den Käfer riechen. Ausgebildete Hunde, klar, die schaffen das. Aber klappt das auch mit moderner Technik, mit Drohnen, mit Riechrüssel? Das schauen wir uns heute an und haben auch noch diese Themen. Unterirdisches Geflecht. Können Mykorrhiza-Bodenpilze den Landwirten helfen, weniger zu düngen, aber mehr zu ernten? Und neue Sorten auf alten Stöcken. Umveredelung in fränkischen Weinbergen. Es gibt eine positive Nachricht. Heuer war die Borkenkäferplage in manchen Gegenden Bayerns nicht so schlimm wie befürchtet. Trotzdem, der Käfer bleibt ein Riesenproblem und wird die Waldbesitzer auch nächstes Jahr wieder vor große Herausforderungen stellen. Eine dieser Herausforderungen, den winzigen Käfer rechtzeitig zu entdecken. Hilfe könnt's da jetzt von oben geben. Die Suche nach dem Borkenkäfer ist sehr aufwendig. Waldbesitzer müssen an jedem einzelnen Baum nach Bohrmehl suchen, das herunterrieselt, wenn sich der Käfer durch die Rinde bohrt. Denn wenn der Baum bereits Schäden zeigt, ist es schon zu spät. Nun soll eine Drohne bei der Früherkennung helfen. Sie fliegt über den Wald und riecht den Schädling. Die Uni Göttingen forscht seit 2 Jahren gemeinsam mit der Hochschule Rottenburg, der Uni Freiburg und dem Drohnenhersteller Cadmium aus der Oberpfalz an diesem Projekt. Das Besondere an dieser Drohne ist natürlich dieser Rüssel. Hier wird die Luft angesaugt und wird dann hier über die Sensoreinheit geleitet. Und der Sensor kann den Fichtengeruch detektieren von der befallenen Fichte. Es funktioniert nicht wie eine Nase. Eine Nase ist ja ein biologisches System, was mit Proteinen funktioniert. Also das hier funktioniert rein technisch. Ist aber auch nicht so gut wie eine richtige Nase. Wenn der Borkenkäfer eine Fichte befällt, wehrt sich der Baum. Aus der Rinde tritt Harz aus. Und dieses Harz riecht die Drohne. Borkenkäfer senden aber auch Pheromone, also Botenstoffe, an ihre Artgenossen aus. Kann die Drohne auch die riechen? Wir haben uns darüber durchaus Gedanken gemacht. Es ist so, dass diese Pheromone, die der Borkenkäfer aussendet, um seine Artgenossen anzulocken, in einer wesentlich geringeren Konzentration in der Luft vorhanden sind als der Harzgeruch. Und für diesen Sensor hier ist es nicht möglich, die Pheromone aus diesem Harzgeruch heraus zu filtern und zu detektieren. Daher haben wir uns hier auf den Harzgeruch festgelegt. Pheromone wären den Forschern eigentlich lieber gewesen. Denn Harz produziert der Baum auch, wenn Äste abbrechen. Testflug in Bieberbach bei Augsburg. Für Drohnenpilot Johann Zierreis ist das jedes Mal ein kleines Abenteuer. Einmal blieb die Drohne in einem Wipfel hängen und musste von einem Baumkletterer geborgen werden. Der hatte das noch nicht, der war sehr amüsiert, als wir den Anruf getätigt haben und gesagt haben, hier, wir hätten eine Drohne im Baum in 25 Meter Höhe. Für den war es schon auch ein besonderer Einsatz. Es ist im ersten Moment natürlich ein Schock, wenn eine Drohne dann im Baum verbleibt. Es ist allerdings Berufsrisiko. Auch Greifvögel können auch ein Problem sein für die Drohne, die Drohne dann als fremdartiges Wesen oder als Feind betrachten und dann die Drohne attackieren. 20 Minuten wird die Drohne jetzt über dem Areal kreisen, nur knapp 2 Meter über den Wipfeln. Das Waldstück gehört Christian Vogt. Insgesamt bewirtschaftet er 80 Hektar Wald. Er stellt seine Fläche gern für diesen Versuch zur Verfügung. Wir hatten jetzt die letzten Jahre immer mehr Probleme mit dem Borkenkäfer. Und es ist natürlich mittlerweile wirklich erheblich, was hier an Schaden entsteht. Und wir hoffen natürlich, dass durch diese Technologie hier eine Besserung eintritt und wir den Käfer frühzeitig erkennen. Heute findet der 10. Testflug statt. Am besten ohne Wind und bei einer Temperatur von über 20 Grad. Dann können die Sensoren das Harz am besten riechen. In der Universität wird dann am PC mit den Daten eine sogenannte Heatmap erstellt, die zeigt, wie stark der Sensor angeschlagen hat. Auf dieser Heatmap, die wir in einem Bestand bei Bayern aufgenommen haben, sieht man jetzt die Flugroute, die der Johann von Cadmium geflogen ist. Man sieht hier die Ergebnisse aller 3 Sensoren. Letztlich kann man jetzt rückrechnen, an welcher Stelle es wahrscheinlich ist, dass ein Baum befallen wurde. Das sieht man daran, dass die Farbe bei allen 3 Sensoren in dem Fall in den roten Bereich geht. In Zukunft soll die Heatmap direkt vor Ort erstellt werden und sofort zeigen, welche Bäume vom Käfer befallen sind. Dass der Sensor in der Drohne tatsächlich Harz riechen kann, konnte das Forscherteam bereits beweisen.
Spätestens nächstes Jahr wird man dann auch wissen, wie hoch die Erfolgsquote bei der Käfersuche ist. Momentan ist eine der größten Herausforderungen, die Drohne möglichst nah über die Baumkronen fliegen zu lassen, ohne dass sie hängen bleibt. Ähnlich wie ein Staubsaugerroboter soll sie Hindernissen selbst ausweichen können. Im Endeffekt bekommt die Drohne nicht nur eine Nase, wie sie auch jetzt schon hat, sondern sie bekommt auch Augen. Das bedeutet, es ist eine irgendwie geartete Technik, zum Beispiel Abstandssensoren, die erkennen, ob sich ein Objekt nähert und entsprechend dann einen Weg außenrum oder oben drüber einleitet. Und wie lief der Flug heute? Das war ein sehr guter Flug. Wir haben optimale Witterungsbedingungen. Wir haben fast keinen Wind. Die Sonne scheint. Da macht's Arbeiten Spaß. Schon in gut 2 Jahren will man die riechende Drohne als Dienstleistung für Waldbesitzer anbieten. Zum Beispiel in Steillagen, die nur schwer zugänglich sind. Die Forscher können sich aber auch vorstellen, das komplette System mit Schulungen und Wartungsverträgen an Waldbesitzerverbände oder staatliche Einrichtungen zu verkaufen. Denn ein Hilfsmittel, um den Borkenkäfer rechtzeitig aufzuspüren, wünschen sich viele. Was jetzt auf den Feldern noch so schön blüht, das sind Zwischenfrüchte, so wie hier der Senf. Die müssen keinen Ertrag bringen, werden nicht geerntet und trotzdem werden sie gedüngt mit Gülle. Warum eigentlich? Weil die Gülle vor dem Winter halt noch schnell raus muss oder weil die Pflanzen und der Boden die Nährstoffe unbedingt brauchen? Egal warum, in sogenannten roten Gebieten, die als nitratbelastet gelten, in Bayern sind es immerhin 20% der Fläche, ist ab dem nächsten Jahr Schluss damit, bis auf wenige Ausnahmen. Der Bauernverband findet dieses Verbot unsinnig, denn damit nutze man nicht dem Trinkwasser, Umwelt- und Klimaschutz, sondern man schade ihm. Ist es wirklich so? Frühherbst in Sielenbach im Landkreis Eichach-Friedberg. Hier wird gedüngt mit Gülle. Nährstoffe für Wintergerste, die anschließend gesät wird. In einem roten Gebiet. Der Boden gilt als nitratbelastet. Landwirt Reinhard Herb ist Schweine-, Bullen- und Hähnchenmester und bewirtschaftet hier 135 Hektar Ackerland. Auch diese Zwischenfrüchte hat er vor 6 Wochen gedüngt. Üppig stehen sie jetzt da. Den Winter über bedecken sie den Boden. Im Frühjahr werden sie untergepflügt. Nun, wir haben hier verschiedene Früchte angesät, Ramtilkraut, Senf, wir haben einen Ölrettich, wir haben einen Buchweizen. Und die durchwurzeln den Boden und das sieht man jetzt hier wunderbar. Also hier die Pfahlwurzel vom Senf zum Beispiel und dann die feinen Haarwurzeln von allen Pflanzen, die hier wunderbar rausleuchten. Auf rund 200.000 Hektar wachsen in Bayern Zwischenfrüchte. Sie schützen vor Erosion und Verunkrautung, stabilisieren den Boden, helfen ihm, Nährstoffe zu speichern. Das wirkt wie eine Kur. Doch ab nächstem Jahr ist in roten Gebieten das Düngen von Zwischenfrüchten verboten. Es wird in einem Jahr sicher nicht mehr so gut so aussehen. Die Pflanzen sind nicht zu groß, kommen nicht mehr zum Blühen. Dementsprechend sind auch die Schmetterlinge nicht mehr da. Also es wird deutlich anders aussehen. Was wir befürchten, die Erosion wird wieder zunehmen, da die Pflanzenmasse nicht mehr verfügbar ist, die den Boden vor Erosion schützen. Und auch wenn die Zwischenfrüchte nicht verhungern werden, dem Boden fehlen Nährstoffe wie Stickstoff, so Reinhard Herb. Aber sein größtes Problem ist ein anderes. Er sagt, wenn er im Herbst die Gülle nicht mehr ausbringen darf, ist das fatal für die Kreislaufwirtschaft, die er geschaffen hat. Schließlich fallen in seinem Betrieb jährlich 3.000 Kubikmeter Gülle an. Gut, man kriegt die Zwischenfrucht ohne Gülle auch hin. Das ist sicher so mit anderen Pflanzen. Aber die Problematik, das Ziel ist ja anders. Unser Ziel ist es, wir haben eine Tierhaltung, wir erzeugen Milch, Fleisch und solche Dinge. Davon gibt es Abfall, also sprich die Gülle, den Mist. Und den kann man sinnvoll verwerten und den Boden damit zu düngen. Und wo diese Nährstoffe nicht zur Verfügung stehen, da ist es sinnvoll, mit Knöllchenbakterien, mit Leguminosen zu arbeiten. So wie bei Thomas Felbermeier. Er hat einen reinen Ackerbaubetrieb bei Neuburg an der Donau und baut Zwischenfrüchte an ohne jegliche Düngung. Für die Nährstoffe im Boden nutzt er Leguminosen, Hülsenfrüchte wie Ackerbohnen, die den Stickstoff selbst produzieren.
Bei der Ackerbohne gefällt mir vor allem das kräftige Wurzelwerk. Einfach das Tiefwurzeln, um den Boden zu lockern. Ich versuche, möglichst wenig mechanisch zu lockern und das eigentlich eher den Pflanzenwurzeln zum Überlassen. Und ein anderer Aspekt sind einfach das Stickstoffsammeln durch die Knöllchenbakterien, dass ich Stickstoff zur Verfügung habe, eben auch für die anderen Zwischenfrüchte, weil sie nicht gedüngt werden. Gülle oder Mineraldünger müsste er zukaufen. Das macht keinen Sinn, denn Zwischenfrüchte müssen keinen Ertrag bringen. Und? Es ist von der Düngung her so, dass ich von der Mineraldüngung her eigentlich auch weiß, wie schwierig das ist, da wirklich eine optimale Verteilung auf dem Bestand hinzukriegen. Da fehlt mir einfach auch die Erfahrung, wie gut sich das mit der Organik realisieren lässt. Und letztlich ist eigentlich auch das Gewicht der Güllefässer, das ich da scheue. Also mir ist es einfach ein Anliegen, wenn die Maschinen die Fahrgassen verlassen, dass der Reifendruck abgesenkt wird, dass bodenschonend befahren wird. Und da sehe ich halt leider zu wenig bodenschonende Technik im Einsatz. Doch Tatsache ist, seine Zwischenfrüchte wachsen nicht so üppig wie bei Reinhard Herb, der mit Gülle düngt. Schadet es also, wenn sie nicht gedüngt werden? Daran forscht man an der Hochschule Weinstephan Triesdorf. Wir können im Endeffekt sehen, dass die Düngung keinen großen Einfluss auf Biodiversitätsleistungen hat, die Zwischenfrüchte haben. Das heißt, sie sind Lebensraum, sie sind Habitat, sie sind auch Nahrungspflanzen, wenn sie dann dementsprechend zum Blühen kommen. Wir sehen, dass wir durch die Düngung auch keinen großen Einfluss haben auf Erosionsschutz. Wenn wir dann in den Boden hineingehen, dann ist es sogar so, dass wir bei ungedüngten Zwischenfrüchten deutlich mehr Wurzelmasse sehen. Allerdings, der Stickstoff fehlt. Die Folge, der Boden speichert langfristig weniger Nährstoffe. Wie können die Landwirte das wettmachen? Eine Möglichkeit, um das hinzubekommen, wäre auch, dass wir sagen, wir steigern den Anteil an Leguminosen in diesen Zwischenfruchtmischungen. Das wäre natürlich einer der großen Maßnahmen, um dann ohne zu düngen trotzdem Stickstoff in dem Zwischenfruchtanbau drin zu haben und eben dann auch eine deutlich positivere Wirkung auf die Humusanreicherung im Boden dann zu haben. Humusaufbau ja, Gülle nein. Für Reinhard Herb ist das keine Lösung. Seine Gülletanks sind voll und sollen vor dem Winter leer werden. Wie löst er das auf seinem Betrieb? Das, was wir am allerwenigsten wollen, das ist den Tierbestand reduzieren, weil das 1:1 Einkommensverlust ist. Wir werden die Gülle weiter wegfahren müssen, um existieren zu können. Von den Tieren leben wir. Folgedessen geht es jetzt auf die Straße und das halten wir einfach völlig kontraproduktiv. Gülletourismus lehnt er ab. Deshalb hat Reinhard Herb unter seinen Stellen zusätzliche Lagermöglichkeiten für die Gülle seiner Bullen, Schweine und Masthähnchen geschaffen. 9 Monate kann sie hier sozusagen überwintern, bis im Frühjahr das Düngen wieder erlaubt ist. Nochmal zur Düngeverordnung. In den roten Gebieten müssen die Landwirte ab dem nächsten Jahr im Herbst Zwischenfrüchte anbauen. Und die dürfen sie dann, und da kommen wir jetzt zur Ausnahme, nur mit Festmist von Huf- und Klauentieren oder mit Kompost düngen. Aber wer hat das schon? Der Großteil der viehhaltenden Betriebe hat Gülle. Und auf diese Betriebe kommt also definitiv ein Riesenproblem zu. Außer sie haben genügend Lagerkapazitäten oder sie verringern ihre Tierbestände. Die Zwischenfrüchte aber, haben wir ja gerade gehört, die werden nicht verhungern. Und den Boden, den kann man verbessern und Humus aufbauen mit Hilfe von Leguminosen. Oder aber mit Pilzen. Pilze im Wald kennt jeder. Die Fruchtkörper wachsen über der Erde. Unter der Erde aber bilden Pilze ein riesiges, unsichtbares Geflecht, das Myzel. Solche Myzele finden sich auch in jedem Acker. Biolandwirt Sepp Hägler aus Wernberg-Köblitz pflegt dieses Pilzgeflecht ganz bewusst. Man sieht es nicht, aber man riecht es. Und? Das schmeckt wie ein Waldboden. Die Erde in Sepp Häglers Acker enthält den sogenannten Mykorrhiza-Pilz. Der bildet zwar keine Fruchtkörper wie die Pilze im Wald, mit seinem Myzel aber hilft er den Pflanzen, besser zu wachsen. Der schließt im Boden die Nährstoffe auf und stellt der Pflanze zur Verfügung. Also das, was jetzt im Boden festgelegt ist, kann der Pilz freisetzen und der Pflanze als Nährstoffe zur Verfügung stellen. Pilze fördern das Pflanzenwachstum. Davon ist Sepp Hägler überzeugt. Aber lässt sich das auch wissenschaftlich beweisen? Caroline Gutjahr von der Technischen Universität München erforscht das an verschiedenen Pflanzen. An Bohnen, Mais oder hier
Lotus japonicus, einer japanischen Kleeart. Die Wurzeln der Pflanzen wurden mit dem sogenannten arbuskulären Mykorrhiza-Pilz in Kontakt gebracht. Um zu sehen, wie sich die Wurzeln entwickeln, werden sie eingescannt. Bei anderen Pflanzen ist das schon gezeigt worden, zum Beispiel in Reis und in Mais, dass Pflanzen, die mit dem Pilz besiedelt wurden, viel größere Wurzelsysteme machen, mehr Lateralwurzeln als solche, die nicht mit dem Pilz besiedelt sind. Je mehr Wurzeln gebildet werden, desto mehr Nährstoffe kann die Pflanze aufnehmen und besser wachsen. Unterm Mikroskop wird der Pilz mit einem Farbstoff sichtbar. Caroline Gutjahr interessiert, wie die Symbiose zwischen dem Pilzgeflecht, den sogenannten Hyphen und den Pflanzenwurzeln genau funktioniert. Was man jetzt hier sieht, sind einmal die Pilzhyphen. Die wachsen meistens zwischen den Pflanzenzellen hindurch, bilden dann diese Arbuskel aus mit einem kleinen Stämmchen und einer Baumkrone sozusagen. Also Arbuscula heißt kleines Bäumchen auf Lateinisch. Und die Arbuskel sind eben besonders wichtig, denn diese geben mineralische Nährstoffe an die Pflanzenzelle ab und bekommen auch etwas im Gegenzug, nämlich Zucker und Fette, also Lipide, von der Pflanze, um den Pilz zu ernähren. Unter den mineralischen Nährstoffen, die die Pilze dem Boden entziehen und der Pflanze zur Verfügung stellen, ist Phosphor der wichtigste. Landwirte müssen so weniger Dünger streuen. Eigentlich ist der Mykorrhiza-Pilz in jedem Ackerboden vorhanden. Die wenigsten Landwirte aber schenken ihm so viel Beachtung wie Sepp Hägler. Heute hat er Besuch von Christoph Felgentreu. Der Agraringenieur von der Interessengemeinschaft Gesunder Boden hat bei einer Saatgutfirma Mischungen für Zwischenfrüchte entwickelt, die für den Pilz im Boden optimale Bedingungen schaffen. Zwischenfrüchte werden im Herbst nach der Ernte gesät, um den Boden im Winter bedeckt zu halten. Sepp Hägler hat nach der Getreideernte Gras und Weißklee gesät. Diese Mischung fördert den Mykorrhiza-Pilz besonders. Wenn Hägler im nächsten Frühjahr Mais ansät, ist der Pilz im Boden kräftig und kann die Pflanzen sofort mit Nährstoffen versorgen. Man kann also sagen, dass diese Mischung so für 5-15% mehr Ertrag des Maises sorgen kann. Alleine nur durch diese Zwischenfruchtmischung. Wenn man sich das mal zusammenrechnet, dann lohnt sich also der Anbau einer Zwischenfrucht in jedem Fall. Mykorrhiza-Pilze im Boden lohnen sich. Zu dem Ergebnis kommt auch Caroline Gutjahr. In diesem Gewächshaus der TU München wachsen unterschiedliche Maissorten einmal ohne, einmal mit Pilz heran. Der Unterschied ist klar erkennbar. Allerdings unterscheiden sich auch die einzelnen Sorten. Wir haben nämlich einige, die wachsen nur ein bisschen besser mit dem Pilz und andere, die wachsen viel besser mit dem Pilz. Und was wir wollen in Zukunft, das ist natürlich noch ein langer Weg, um dahin zu kommen, ist die genetischen Grundlagen zu verstehen, die diese Wachstumsunterschiede bedingen. Denn wenn wir das verstehen können, dann können wir sozusagen Mykorrhiza-optimierte Sorten züchten, die dann im Feld auch viel besser auf den Pilz ansprechen. Und noch einen Vorteil haben die Pilze. Je mehr Hyphen, also Geflechte, sich ausbilden, desto mehr Wasser kann der Boden speichern. In Zeiten des Klimawandels ein entscheidender Faktor. Um dem Pilz optimale Bedingungen zu bieten, ist aber eines wichtig. Es darf nicht gepflügt werden. Sepp Hägler bearbeitet seinen Boden nur mit einer Fräse. Flach einarbeiten und dann wird wieder Mais angebaut. Also es wird geschaut, dass sehr wenig Bodenbearbeitung gemacht wird, weil das negativ ist für die Pilzentwicklung. Inzwischen bieten Firmen Mykorrhiza-Pilze in Pulverform oder flüssig an, um das Saatgut, zum Beispiel Mais, damit zu beizen. Allerdings sind die Produkte noch sehr teuer. Sepp Hägler und Christoph Felgentreu setzen mehr darauf, die ohnehin im Boden vorhandenen Pilze richtig zu pflegen. Sie haben auch Filterfunktion, wie Christoph Felgentreu an einem Bodenerkundungspfad der IG Gesunder Boden in Regensburg erklärt. Der Landwirt hat gedüngt und da entsteht Nitrat. Nitrat wollen wir ja nicht im Grundwasser haben. Dann fangen diese Pilze dieses Nitrat auf und bilden daraus Eiweißstoffe. Das heißt also, wenn wir ausreichend Pilze, Pilzmyzele im Boden haben, brauchen wir auch keine Angst haben vor Nitratauswaschungen. Da kümmern sich die Pilze drum. Deswegen ist es so wichtig, auch aus der Sicht Wasserschutz, Umweltschutz, Pilze im Boden zu haben. Noch sind es erst wenige Landwirte, die die positive Wirkung der Mykorrhiza-Pilze im Boden nutzen.
Aber vielleicht werden es bald mehr. Es gibt aber auch Pflanzen, die mit den Mykorrhiza-Pilzen keine Symbiose eingehen. Raps zum Beispiel oder auch Kohl. Würde jetzt auf einer Fläche mehrere Jahre hintereinander Raps angebaut werden, dann würde der Pilz im Boden verschwinden. Nicht mit Symbiose, aber mit einer anderen Art von Miteinander geht es jetzt weiter, mit der Veredelung. Also wenn zum Beispiel auf einen alten Apfelbaum der Reiser einer anderen Sorte aufgepfropft wird. Eine uralte Technik. Und genau die könnte jetzt für die Winzer in Franken der Schlüssel dazu sein, ihre Weinberge relativ schnell und kostengünstig an den Klimawandel anzupassen. September 2018, Beginn der Weinlese. Rudolf May erntet Müller-Thurgau. Große Trauben, hohe Erträge. Diese Rebsorte sicherte früher vielen Winzern die Ernte. Bis vor wenigen Jahren war Müller-Thurgau deshalb die häufigste Sorte in Franken. Doch inzwischen ist Ertragssicherheit allein nicht mehr das Wichtigste. Dazu kommt immer häufiger dieses Phänomen, verbrannte Beeren. Grund sind der Klimawandel und die erhöhte Sonneneinstrahlung. Sonnenbrand ist gerade bei der Rebsorte Müller-Thurgau ein Problem. Wir versuchen, hochwertige Weine zu machen. Und da ist Müller-Thurgau, gibt es da natürliche Grenzen. Und deswegen zielen wir mehr auf Silvaner. Die Rebsorte Silvaner gilt als klimatolerant und dazu noch als hochwertig. Doch wie kriegt man den Silvaner dorthin, wo jetzt Müller-Thurgau wächst? Bis vor wenigen Jahren konnte Christian Deppisch von der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau nur eine Lösung vorschlagen. Und die war schmerzhaft. Nämlich den Weinberg roden, also den Müller-Thurgau herausreißen und dafür Silvaner pflanzen. Bis zu 50.000 Euro pro Hektar kostet das. Und es dauert 3 Jahre, bis man wieder ernten kann. Jetzt gibt es eine Alternative. Man könnte sich hier auch ein neues Verfahren überlegen, das sogenannte Chip-Budding. Also, dass man eine Umveredelung macht. Das kennt man schon aus dem Obstbau, da betreibt man das schon etwas länger. Und auch in südlichen Weinbaugebieten macht man das schon etwas länger. Dieses Bündel aus der Kühltruhe braucht man dafür. Frühsommer 2019, Rebblüte. Die Reben stehen gut im Saft. Rudolf May und sein Sohn Benedikt haben einen Veredelungskurs besucht. Es ist ihr erster Versuch. Im Bündel stecken Silvanertriebe, sogenannte Edelreiser, geschnitten im Winter. Die Knospen wollen sie jetzt auf die Stämme der Müller-Thurgau-Stöcke pfropfen. Dort sollen sie weiterwachsen. Mit einer Spezialzange werden die Chips oder Augen genau im Winkel geschnitten. Wenn ich ein Auge, das nicht perfekt ist, reinsetze, kann der ganze Arbeitsschritt gut sein, aber das nützt nichts, weil das Auge da nicht anwachsen kann. Und hier das Gegenstück, ein T-förmiger Schnitt im Stamm des alten Müller-Thurgau-Stocks. Ein feuchtes Tuch schützt die vorbereitete Knospe vor Sonne und vor dem Austrocknen. Erst hinter der Rinde ist die Knospe sicher. Aber nur wenn sie richtig sitzt, wird sie schnell anwachsen und vom Stamm mitversorgt werden. An dem neuen Trieb sollen später Silvanertrauben reifen. Die kräftigen Müller-Thurgau-Zweige schneidet Benedikt May bis auf einen ab. So machen sie der winzigen Silvaner-Route keine Konkurrenz. Alte Stöcke wurzeln viele Meter tief. Das ist ein Garant für viel Geschmack. Umveredeln lassen sich grundsätzlich alle gesunden Weinstöcke, auch weiß auf rot oder umgekehrt. Der ist über 50 Jahre alt. Und sowas zu roden, würde mir mein Herz zerbrechen. Und deshalb wollen wir versuchen, das auf eine Rebsorte umzustellen, in dem Fall Chardonnay, wo wir in 50 Jahren vielleicht noch hochwertige oder glanzvolle Weine machen können. September 2019, 4 Monate nach der Veredelung. Die jungen Silvanertriebe sind gewachsen. Es funktioniert. Früher war es hier in Franken zu kalt. Es gab schon mal in den 80er Jahren hier einen Versuch, wo in Deutschland viele Veredelungen gemacht wurden. Die sind aber alle erfroren. Und dann ist das Thema wieder gestorben. Mit zunehmender Klimaerwärmung funktioniert es nun doch. Für die Winzer ist das ein Gewinn. Es hat sehr gut geklappt. Wir haben so ca. 95% Anwuchsquote. Das ist also für uns top. September 2020. Dieser Weinberg wurde schon vor 2 Jahren umveredelt. 20.000 Euro pro Hektar hat das gekostet. Nicht mal die Hälfte einer Neupflanzung. Und?
Man hat nach einem Jahr schon wieder Ertrag, vielleicht nach zwei Jahren. Also da sieht man schon den Vorteil, den diese Veredelung dann bringt. Da strahlt schon das Winzerherz, wenn man hier in Weinberg reinschaut. Vor zwei Jahren war das noch für uns eine nicht so ganz wertvolle Anlage und jetzt haben wir einen Top-Weinberg hier. Auch andere fränkische Winzer haben die Methode bereits ausprobiert. Den 2019er, den ersten Jahrgang aus unveredelten Stöcken, probieren Rudolf May und Christian Deppisch gleich am Ursprungsort. Die alten Müller-Thurgau-Stämme stehen nur noch als Unterlage im Weinberg. Doch der Wein ist Silvaner pur, so wie die Trauben, die hier jetzt wachsen. Auch wenn heute die Sonne noch mal so schön scheint, man merkt schon deutlich, der Sommer ist vorbei. Und wenn es draußen kalt wird, dann wollen wir es drinnen nicht nur schön kuschelig warm haben, sondern da schmeckt auch was Süßes besonders gut. Nicht umsonst quellen die Supermarktregale ja schon über vor lauter Weihnachtsplätzchen. Und auch wenn sich da jetzt viele fürchterlich drüber aufregen, mei, sie werden halt gekauft. Kann jeder machen, wie er will. Wir haben jetzt jedenfalls für Sie wieder eine Dialektumfrage. Vor 12 Jahren haben wir die Besucher auf dem Zentrallandwirtschaftsfest gefragt, wie heißen bei euch daheim eigentlich Bonbons und Kekse? Bayerisch geredet. Schwäbisch geschwätzt. Fränkisch geredet. Das ist ein Gurtel. Das ist ein Gutzl. Bomberle. Zuckerle. Zuckerle. Ja, Zuckerle. Das ist ein Gurtzler. Ein Gürtel. Das ist ein Bombo. Tickerle. 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 Ja. Ein Gürzel. Früher haben wir bei uns gehabt. Ein Leckerle. Ein Gürzle. Richtiges Gürzle. Das ist ein Gürtel oder ein Zettel? Das sind auch Gürtel. Sagen wir mir auch Gürtel. Weihnachtsgürtel? Gläsen. Früher hat es ja Gläsen gegeben. Stollen, ja, Gürtel. Lazarn. Leible, ganz wichtig. Vor Weihnachten Leible machen. Ganz viele Leible. Plötzlich. Plötzlich? Plötzlich, plötzlich. Ist Weihnachten. Ja. Sind die Plätzli? Lazarn oder Gürtel. Gürtel, das ist ein Gürtel. Oder Bredler. Bredler. Leibler. Leibler. Plätzli. Bredler. Was gibt's Schöneres als wie ein Dialekt, oder? Bei mir daheim sagt man übrigens Gurteln und Platzerl. So, das war's jetzt schon wieder. Wenn Sie sich unsere Beiträge nochmal anschauen wollen, die finden Sie im Internet unter br.de unser Land, bei YouTube oder auch in der BR-Mediathek. Und Sie können über unsere Themen diskutieren bei Facebook. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder zur gewohnten Zeit um 7. Bis dahin, Servus und auf Wiedersehen. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.